Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir. Wir haben es, wie ihr hier sehen könnt, Weihnachten. Und das ist auch ziemlich schön. Und ich sammle jetzt ein paar Sachen, die ich hier wohltätig dann für mich oder meine Familie irgendwie so vielleicht mal verscherbeln. Nee, verschenken. Ich verschenke es einfach direkt so. Irgend so einen kitschigen Kram finde ich hier bestimmt. Soll ich hier so ein. So ein Erdklumpen. Wer möchte ihn haben? Die Gebote fangen bei 5 Euro an. Nee, keiner? Schade. Wenn keiner einen Erdklumpen haben will, dann müssen sie den wohl behalten. Was auch immer das ist. So. Dann nehme ich doch mal ein bisschen Geld noch mit. Ich hoffe, dass ich dann dieses Mal tatsächlich die richtige Aufnahme gestartet habe. Ich habe nämlich gerade eben schon zweimal versucht aufzunehmen und habe jedes Mal wieder gefailt. Erst habe ich ohne das Aufnahmeprogramm versucht aufzunehmen. Dann habe ich das Programm angehabt, aber die falsche Szene aktiviert gehabt. Und nun, beim dritten Versuch, hoffe ich, dass es funktioniert. Ansonsten lasse ich es einfach. Dann gibt es halt kein Bild. Das ist dann nicht mein Problem. Hier so eine Kitschstatue, wer will sie nicht haben? Mikrowelle vergessen, schöne Sache. Ein Radio, das steht auch garantiert da. Steht nicht da. Dann steht es irgendwo anders. Ich habe den Blender vergessen. Ich werde hier Treppensportler. Nehme ich hier noch gleich das Geld mit. Und das Geld und. Warum laufe ich eigentlich hier die ganze Zeit gerade eben nur durch die Gegend, um immer eine Sache mitzunehmen? Ich verstehe mich nicht. Da, mein Radio. Komm, jetzt direkt. Organized. Nein, very organized. Hier nehmen wir sogar noch Weihnachtsgeschenke wieder mit. 98,32. Ich hoffe, ich tippe auch diesmal das Richtige. Ich habe auch schon mal das Richtige angesagt und habe dann das Falsche hier eingegeben. Das sind so eine Sesam, öffne dich. So. Wieder ein Stück vor der Tresortür weg. Ich hing auch schon mal dahinter, das war nicht so schön. Dann kam der Owner an. Hat mich kaputt gemacht. Warum ich denn hier seine Bude ausräume? Mag der nicht so. So, dann nehme ich mir hier noch ein bisschen. Schön. Ein bisschen Geld mit und ein paar Geschenke. Und diesen anderen Krempel hier darf sonst wer haben. Ich weiß jetzt auch mittlerweile, dass diese Stinkesocke da ein Christmas Stocking ist. Schöner Name dafür. Und tschüss. Und Escape. So, komm. Bestzeit. 3 Minuten 6. Das ist tatsächlich eine Bestzeit. Eine neue. Very organized Thief direkt. Ich bin gut. Oh, meine Stimme. Ich bin ein wenig verschnupft. Deshalb ist meine Stimme dieses Mal noch komischer als sonst sowieso schon. Und was muss ich denn diesmal mitnehmen? Christmas Tree. Schön. Jetzt hat er keinen mehr. Sag mal, komme ich da eigentlich auch hin oder möchte der Train hier im Weg rumstehen? Der behält seine Form. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ein Zug, der seine Form behält, wenn er ihn durch die Gegend schmeißt. Guck mal. Das ist. Welches Kind möchte nicht damit spielen? Ich find's amazing. Also, kannst du als Wippe benutzen, als Tunnel. Das ist das absolut Beste. Nee. Es gibt schon Sachen, die sind komisch. Aber so komisch. Aber ist in Ordnung, die Leute, die das Spiel hier gemacht haben, geben sich Mühe, auch wenn es hier einige Fehler gibt, die ich jedes Mal wieder so super dolle toll finde. Ich liebe Fehler in Spielen. Ganz ehrlich. Nee. Irgendwann denkt man sich, wenn es zu viele Fehler sind, haben die Leute das Spiel überhaupt getestet? Der nächste Gedanke ist dann, nö, haben sie nicht.
So, jetzt ein Painting. Dieses Ding hier. Diese Kitsch-Dinger, die haben wir auch schon mal versucht mitzunehmen, aber das will er nicht. Das sind ja keine Paintings. Low Power. Schön. Da ist wieder die Stinkesocke. Okay. Irgendwo höre ich hier im Hintergrund was tuten. Und das sind nicht meine Ohren. Da bin ich mir eigentlich sicher. Komme ich hier auch aus der Schranktür wieder raus? Oder möchtest du mich jetzt gefangen halten? Scheiße hier. Steckt mir doch alles. Ach man. Schön. Erstmal so durch die halbe Welt baggen. Im gleichen Zug die Tür öffnen und schließen und dabei durchgehen. Auch eine ganz tolle Sache. Mache ich zu Hause auch immer. Ich habe keine Tür, durch die ich nicht durchgehe, während ich sie gleichzeitig schließe. Vor mir. Oh. Jetzt geht's auch. 66, 35. Und ich habe keine Headphones. 66, 35 und öffnen. Und dann habe ich das. Dann nehme ich hier noch Geld mit. Was fehlt jetzt noch? Ein Radio und Headphones. Headphones liegen da nicht diesmal. Oh, sie liegen da. Und jetzt möchte ich noch ein Radio haben. Sonst ist hier nicht Stimmung. Da ist wieder der Klumpen. Schön. Super, der Owner ist auch schon auf dem Weg. Der möchte seine ausgeräumte Bude sehen. Und ja, Owner ist outside. Warum kann es nicht einmal funktionieren? Hier, weißt du was? Kannst dein Fahrrad behalten. Hier, da. Musst du nur wegräumen. Ein Rasenmäher kannst du dazu haben. Ist gratis. Da, viel Spaß. Hätte mich ja noch mehr gefreut, wenn ich jetzt auch noch da drin gebackt hätte. Schön, dass der Reifen durchsichtig ist. Wer hat keine durchsichtigen Autoreifen? Ja, zumindest habe ich einigermaßen Geld bekommen mit diesen 38.000. Nur ein Master Thief. Das finde ich nicht in Ordnung. Da gibt man sich Mühe und dann sowas. So. Dann nehmen wir das mit. Und das ist die Game-Konsole und das ist ein DVD-Player und ich kann sie nicht auseinanderhalten. Und freue mich, dass ich beide mitnehmen muss. Und jede Menge Weihnachtsgeschenke und schon wieder ein Radio. Dieser Dieb hört gerne Radio. Eindeutig. Kann man nicht leugnen. Möchte ich auch nichts weiter dazu sagen. Der hört einfach nur Radio. Warum auch nicht. So. Ein paar Candy Canes mit dem. Der Kettle. Die Microwave. Dieses Mal ohne, dass ich 10.000 Mal irgendwo zurücklaufen will. Muss. Wie auch immer. Zumachen. Ich weiß gar nicht, wie viele Runde ist denn das jetzt? Ist das die dritte? Oder nur die zweite? Och, ist mir jetzt egal. Dann mache ich halt hier nach der noch zwei, dass ich auf jeden Fall auf die Viertelstunde komme. Und wenn nicht, dann nennen wir es einfach Weihnachtsspecial, dass da eine Runde mehr angefügt war. Dann habe ich mich verzählt. Das ist dann aber hoffentlich nicht schlimm. Ihr guckt ja alle gerne meine Videos, sonst würde ich ja nicht einschalten. Okay, schön. Super. 87, 67. Nicht gerade eine Uhr gehört? Error. 69. 87. 69.
Oh, shit. Das wird jetzt übelst knapp. Oder doch nicht. Ich habe sogar noch die Dings gezogen bekommen. Escape. Warum habe ich eigentlich das nicht ausgeschaltet? In 2 Minuten 33, also das wäre eine richtige Bestzeit geworden, wenn ich das dumme Radio noch hätte. Organisiv, schön freudig. Ich freue mich jetzt gerade nicht. Nehme ich hier wieder Zuckerstangen mit und einen Schlüssel. Schön, dass er immer auf einer anderen Ecke vom Tisch liegt. Blender. Ich wette, ich will. Ja, dieses Mal soll ich die doofe Mikrowelle nicht mitnehmen. Sonst will er die immer haben. Nee, nichts Interessantes drin. Dann mache ich auch dieses. Ich bin doch sogar der Meinung, ich hätte das Geld eingesammelt, was da oben lag. Warum habe ich den Kasten nicht aus? Und jedes gottverdammte Mal. Ich weiß, dass dieser Scheißschrank leer ist. Und ich gucke jedes Mal wieder rein. Ich verstehe mich nicht. Schön. Den erstmal ausrüsten. Bewaffnen mit einem Rasenmäher. Ich meine, wer hat das noch nicht gemacht? Ich glaube, das ist alles oben. Ich kann ja noch Geschenke mitnehmen. Schön, dass ich da auch nie dran komme. Beim ersten Versuch. So, die Uhr des Todes tickt weiter. So, Geld mitnehmen. Und brauche ich die? Ich brauche die Stinkesocke. Donnerwetter. Und den Laptop. Jetzt hätte ich ihn beinahe liegen lassen. Schrank aufgemacht, wegen gar nichts. Das ist das Stammbuch. Und ich wollte hier nach noch eine Runde aufnehmen, oder? Wo ist der Geil? Mal hier. 5607. Dieses Mal dann auch richtig eingeben. 5607. Diesmal läuft alles wie geschmiert. Eigentlich, wenn die Parfümbottle jetzt da. Die steht ja sogar da drin. Donnerwetter. Ich hab ja alles und komme sogar noch weg. Und raus aus der Bude. Ich hätte noch den Kranz da gerne mitgenommen, aber das geht ja nicht. 2 Minuten 42 ist eine absolute Bestzeit von mir. Very organized thief. So. Dann wird das jetzt hier die letzte Runde. Für die Weihnachtszeit auf jeden Fall. Ob noch was kommt vor Silvester, das weiß ich nicht. Das, wie ich gerade Lust habe, was hat denn mein Zettel da gerade gemacht? Hat er lustig rumgetanzt? Okay. Komm, das wird jetzt noch bessere Bestzeit. Oder auch nicht, weil. Mann! Steht immer alles im Weg. Chris. Der Klumpen Erde ist der Christmas Pudding. Puh, der. Das will doch keiner haben. Dann nehmen wir mal hier unser Wippen-Train-Set mit. Diamond Ring. Der liegt doch garantiert wieder in der Garage. Oder irgendwo am Waschbecken. Warum auch immer sowas am Waschbecken. Ich hab's schon wieder. Da, Mobile Phone. Ach. Und der liegt in der Garage. Wer lagert seinen Diamantring nicht in der Garage? Das wüsste ich jetzt mal gerne. Ich meine, das macht doch jeder anscheinend. Zumindest dieser Hausbesitzer. Da habe ich schon reingeguckt. Schön.
Das will wieder keiner haben. War ich nicht schon hier? Hab ich nichts mitgenommen? Bin ich blöde heute? Hier jetzt wieder irgendwelche Kommentare kommen. Ja, du bist blöd. Das sind rhetorische Fragen. Die beantworten sich von selbst. Jetzt. Donnerwetter. Warum dreht sich mein Charakter ab und zu mal? Einfach mal so, ohne dass ich irgendwas mache. 2044. Ich glaube, das kriege ich jetzt noch hin. 2044. Ich hätte es ja viel schöner gefunden, 2017. Das ist dann nämlich das nächste Jahr. Donnerwetter. Ich weiß sogar, welches Jahr wir haben. Und Headphones. Schön. Nehme ich das noch mit. Komm. Die dritte Runde. Nicht in Folge, aber zumindest hatte ich dann zwei in Folge mit Very Organized Thief. Und der Kranz fliegt weg. Und ich bin raus aus der Bude. Und ich bin jetzt auch raus. Hier. 2 Minuten 47. Hat nicht für eine Bestzeit gereicht. Schade. Very Organized Thief. Dann wünsche ich euch jetzt nach diesem hoffentlich noch ganz lustigen Video zu Weihnachten pünktlich ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2017. Und ich habe ja keine Ahnung, ob ich jetzt noch ein Video mache vor Silvester. Kommt drauf an, wie ich gerade Lust habe oder Zeit. Ich muss ja auch irgendwann Weihnachten feiern. Ist ja eigentlich ein Fest der Liebe. Auch wenn das bei manchen nicht so ist. Naja, gut. Dann wünsche ich euch halt dieses frohe, besinnliche Weihnachtsfest. Und wenn nicht, dann sehen wir uns bei dem Australien-Event wieder. Das dürfte Ende Januar oder Anfang Februar sein. Falls ich da nichts mehr mache zwischendurch. Tschüss.